Mitten in Tram-Trarbach, bekannte Weltstadt und Verkehrsknotenpunkt, liegt unser Gymnasium. Anfang des Schuljahres 2011/2012 hat sich eine kleine Schar von Schülerinnen, Schülern, Eltern und Lehrern daran gemacht, mit einem Projekt an dem Schulenwettbewerb der Herbert-Quandt-Stiftung teilzunehmen. Wir haben beschlossen, ein Kulturgeflecht herzustellen. Einen Teppich. Ein Teppich? Warum ausgerechnet ein Teppich? Kurz und gut, ein Teppich kann mit allem, was er darstellt, das Miteinander von Judentum, Christentum und Islam symbolisch zum Ausdruck bringen und ist alles andere als langweilig. Am Anfang waren ein Gardinenring und ein paar Schnüre und etwas Gewebtes. Dann kamen Gäste und haben mitgeholfen. Oder der Teppich ging auf Reisen und wurde dort ein Stück vergrößert oder mit Schmetterlingen bestückt. Menschen anderer Religionen haben für ihn geflochten. Katechumenen und Kinder aus dem Kindergottesdienst haben sich mit dem Teppich beschäftigt und für ihn gebastelt. Und schließlich haben wir alle zu einem wilden Knüpfnachmittag in die Schule eingeladen. Ein unglaubliches Ereignis. Alt und jung, Schüler, Eltern, Lehrer und Stadtbewohner haben mit viel Spaß ernsthaft an einem Strang gezogen und den Teppich ein riesiges Stück vorwärts gebracht. Aber nicht nur der Teppich wuchs, sondern auch die Beteiligung innerhalb der Schule. Ob über Projekte im Unterricht oder durch unsere Flechtmobs auf dem Schulhof. Jede und jeder wurde früher oder später Teil des Ganzen, was sich auch im Teppich zeigt. An unserem Teppich haben so viele Menschen mitgearbeitet, dass wir nicht alles erklären können. Hier nur ein paar Ausschnitte aus den weit über 50 beantworteten Fragebögen. Dieser Teil soll zeigen, dass die ganze Schülerschaft eine miteinander verflochtene Gemeinschaft ist und als solche das Kulturgeflecht unterstützt und mitträgt. In unserem Teppich soll sich jeder wiederfinden und das geht besonders gut mit einem Spiegel. So wird jeder Mensch ganz schnell ein Teil unseres Kulturgeflechts. So hatten wir eine Generationsarbeit mit verschiedenen Religionen und zwei Herkunftsländern, Deutschland, Türkei. In dieser Stunde im Gymnasium habe ich mich sehr stark an meine Jugendzeit in der Türkei erinnert. Weil ein Schüler ganz spontan diese Frage gestellt hat, als er das erste Mal den Teppich gesehen hat. Irgendwie fanden wir diese Frage gut, denn Gott spielt ja auch eine Rolle dabei.